Hashtag Lebenshilfemomente. Unter diesem Slogan startet die Lebenshilfe Duisburg eine große Werbekampagne. Der Sinn hinter dem Ganzen? Man will junge Leute dazu bringen, in soziale Berufe einzusteigen. Dabei steht die Arbeit mit Menschen mit Handicap besonders im Fokus. Die Kampagne ist initiiert worden von unserem Bundesverband der Lebenshilfe. Und zwar trägt die Kampagne den Slogan Lebenshilfe Momente. Momente deswegen, weil die Lebenshilfe eben ganz unterschiedliche Zielgruppen im Fokus hat. Eben Erwachsene, Kinder und Jugendliche mit und ohne Handicap. Und die Kampagne soll nochmal unterstreichen, wie wichtig es ist, mit welcher Haltung sozusagen wir mit Kindern und erwachsenen Menschen mit Handicap arbeiten. Die Lebenshilfe versucht dabei, solchen Menschen ein normales Leben zu ermöglichen. Doch es herrscht ein großer Fachkräftemangel, besonders in sozialen Berufen. Wir haben es nun mal halt wie in anderen Branchen auch mit erstmal einem Ausscheiden aus dem Beruf durch Verrentung zu tun auf der einen Seite, und auf der anderen Seite haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten die sozialen Institutionen ein großes Wachstum hinter sich. Wir haben zum Beispiel ganz viele neue Kita-Plätze hier auch in Duisburg geschaffen, weil immer mehr Familien auch diese Leistung nachfragen, weil sie zum Beispiel auch beide Elternteile berufstätig sind. Und wenn diese Dienstleistungen plötzlich nicht mehr durch uns erbracht werden können, weil eben die Fachkräfte fehlen, haben ganz viele Menschen, nicht nur die Eltern, sondern auch deren Arbeitgeber, natürlich ein Problem. Ein Problem, das durch diese Kampagne gelöst werden muss. Dabei will man mit Plakaten auf das Thema aufmerksam machen. Ebenso wird die Lebenshilfe mit ihrem Slogan viel über Social Media werben. Also wir werden auf jeden Fall Postkarten auslegen, Plakate aufhängen, an die Unis gehen, da unsere Stellenanzeigen auch an die schwarzen Bretter hängen, die online nochmal auf die ganzen Social-Media-Plattformen von uns stellen, also sei es Facebook und Instagram als die großen zu nennen. Dann haben wir noch natürlich LinkedIn und Xing, da sind wir auch vertreten, da werden wir auch Bildmaterialien zur Verfügung stellen, aber auch Bewegtbild in Video. Genau, wir machen jetzt auch eigene Jobvideos, das ist geplant für dieses Jahr. Eine aufwendige Aktion, doch diese ist nötig, denn viele Menschen fühlen sich unsicher bei der Auswahl sozialer Jobs. Doch es gibt auch in der Sozialbranche die Möglichkeit, sich weiterzubilden. Wir haben ja in der Lebenshilfe ganz verschiedene Arbeitsbereiche und Einrichtungen. Das heißt, wenn jemand bei uns als Beispiel mal in einer Kindertagesstätte Kita anfängt, dann hat er die Möglichkeit, nach einigen Jahren durchaus auch mit erwachsenen Menschen zum Beispiel zu arbeiten oder in eine Frühförderstelle zu wechseln, sich auch weiterzubilden, also fachlich weiterzubilden, oder auch, was uns auch natürlich immer freut, auf Führungsebene, das heißt auf Leitungsebene, sich zu entwickeln. Mit der Kampagne Hashtag Lebenshilfemomente hoffen die Verantwortlichen dahinter, die Öffentlichkeit zu erreichen und so neue Fachkräfte zu gewinnen. Denn es gibt viele Menschen, die Hilfe brauchen.